Hallo liebe Trader-Kollegen, mein Name ist Jürgen Bachmann. So, für diese Woche wollte ich einen schönen Wochenausblick machen für die Kalenderwoche 19. Dazu kam es nicht, weil mir am Freitag war es, glaube ich, ein Schaufelstiel ins Gesicht geflogen ist oder Donnerstag, ich weiß gar nicht mehr. Und der mich nicht gerade hat fotogen wirken lassen mit ein paar Schrufen im Gesicht, dann da habe ich mir gedacht, okay, das muss ich euch jetzt nicht antun, mich hier mit ein paar Flecken zu begutachten. Vom Ausblick her, was wären die Themen gewesen? Risiken vom Ölpreis. Volkswirtschaftlich gibt es in der Historie eigentlich nichts Vergleichbares, was hier bisher passiert ist mit diesem Coronavirus. Die wirtschaftliche Entwicklung hält einige unbekannte Faktoren noch für uns bereit. Und es ist sehr schwer, sich auf irgendein Szenario zu fokussieren. Also hier ist eigentlich meiner Ansicht nach alles möglich aktuell. Als dritter Punkt, volkswirtschaftlich gibt es nichts Vergleichbares, was hier aktuell passiert. Also dass die ganze Welt hier diesen Lockdown hat in Singapur, damals was anderes noch in Singapur, ist ja durch die Lockerungsmaßnahmen die Infektionszahl schon wieder sehr stark gestiegen und dort werden ja schon wieder ganz andere Maßnahmen ergriffen. Und realwirtschaftlich, Punkt 4, kratzen wir, was die Ergebnisse der Unternehmen angeht, erstmal an der Oberfläche. Wir bekommen hier ja von den Unternehmen, speziell jetzt von den US-Unternehmen, die Daten und die Zahlen rein. Und da ist es noch gar nicht alles drin, was tatsächlich momentan passiert. Es werden Zahlen veröffentlicht, die das ganze Ausmaß der weltweiten Lockdowns noch nicht mal ansatzweise widerspiegeln. Und ich bin momentan so der Meinung und der Auffassung, dass wir die ganze Sache zu positiv sehen und dass uns hier das eine oder andere Ei noch gelegt wird und wir die eine oder andere böse Überraschung noch erleben werden hier an den Börsen. Ich für meinen Teil habe am Freitag einen Großteil meiner Aktien jetzt verkauft, um hier nicht noch einmal eine Abwärtsbewegung mitgehen zu müssen. Es war jetzt momentan aus dem Stand heraus gut. Zur jetzigen Sicht, das kann sich natürlich jeden Tag wieder ändern. Wenn wir jetzt natürlich hier um 1000, 2000 Punkte fallen würden, wäre das natürlich positiv. Wir schauen jetzt einen Chart an, wo ich immer die Wochenhochs, das ist das Blaue, und die Wochentiefs, also die Verlaufskurse einzeichne, hier einfach optisch. Wir haben auf der Oberseite im Bereich beginnen ab 10.730 einen Widerstand und auf der Unterseite beginnt hier ein Widerstand im Bereich 10.233, eine Unterstützung 10.233. Und da kommen hier noch diese Wochenverlaufshoch vom 25.3. und vom 31.3. auch noch dazu. Also das hier ist ein Bereich hier, wo man dann schauen muss, wenn der DAX denn hierher kommen sollte, ob er hier eine Unterstützung finden könnte. Aus dem Blickwinkel der Wochenhochs und der Wochentiefs. Natürlich habe ich noch andere Betrachtungsweisen. Wir schauen hier den VDAX New an. Der ist heute auch so wie der DAX mit dem Gap zur Oberseite in den Markt reingekommen, was primär eigentlich negativ zu deuten ist. Das WTI-Öl hat sich etwas stabilisiert, steht aktuell bei 19,82. Also hat hier von diesen historischsten Tiefs jetzt schon wieder ein bisschen was dazugewonnen. Das ist momentan nicht besonders, hat keinen besonderen Einfluss momentan auf die Indizes, eher mehr auf Unternehmen, die sehr öllastig produzieren, wenn sie denn momentan produzieren können und dürfen, je nachdem, dürfen sie ja. Es wurde von der Regierung ja nie verlangt, dass die Automobilhersteller oder auch die größeren Unternehmen hier die Produktionen einstellen. Es war aber einfach so, weil keine Teile gekommen sind vom Ausland, China, Italien, mussten sie ja zwangsläufig ihre Produktionen zurückfahren oder einstellen. Das Gold hält sich recht stabil. Ich habe hier ein symmetrisches Dreieck eingezeichnet. Und wenn das sich nach oben entfalten sollte, je nachdem wo es hier austritt, wäre hier die obere Trendkanallinie oder diese obere Trendlinie.
Sie ist ja jetzt nicht manifestiert in Form eines Trendkanals. Es ist einfach nur mal eine angelegte Linie, die ihren Ausgangspunkt hat. Eins, zweiter Widerstand, dritter Widerstand. Und das wäre dann hier zur Beschauung einfach mal anschauen. Wenn wir hier ausbrechen, könnte man hier einen Long Trade mitgehen, zumindest einmal bis in diesen oberen Zielbereich. Auch das hat momentan keinen Einfluss auf die Einschätzung der Indizes. Und dann gehen wir noch rein in das Währungspaar US-Dollar. Das hat hier ja sehr massiv nach oben, sehr impulsive Bewegung gemacht, hat alle auch diesen Widerstand vom 14.04. aus dem Markt mal rausgenommen, verletzt und hat sich hier weiter neutral positioniert. Also hier im Währungspaar US-Dollar ist aktuell momentan alles möglich. Das kann noch einmal runterkommen, das kann noch einmal hochgehen, je nachdem, wie lustig das ist und welche Einflussfaktoren hier dann auf das Währungspaar Euro-US-Dollar einwirken. Wir schauen hier den Xetra einen Tag, eine Kerze an. Wir sind unter der 38er EMA. Das ist negativ. Nach wie vor sind wir auch unter der 200-Tageslinie negativ und wir haben hier seit dem 10.03.20 die Kreuzung zur Unterseite auch negativ. Der CCI kommt hier runter aus dem mega bullischen Bereich, in den bullischen Bereich und hat hier, sollte er hier unter die rote Nulllinie laufen, in den bärischen Bereich eintreten. Das hier wäre ein Short-Signal, ein erstes in den bärischen Bereich hinein und dann unter ein minus 100 kommen wir ja hier in den mega bärischen Bereich rein und dann ist ein weiteres Short-Signal, aber auch hier sehen wir im Bereich 10.253 haben wir hier auf Tagesbasis eine Unterstützung. Der DAX wird sich eventuell schwer tun, den hier durchzulaufen zur Unterseite. Also auf jeden Fall werden die Bullen sich hier wehren, davon gehe ich aus und werde es den Bären hier nicht so einfach machen, hier den DAX durchrauschen zu lassen. Und weiter unten, da haben wir 1, 2, 3 Hochpunkte, die aber, da muss man dann schauen, die jetzt nicht einheitlich sind, so wie hier dieser Bereich. Da muss man dann einfach schauen, wenn er denn hierher rutscht, ob die überhaupt signifikant den DAX unterstützen können. Das wäre mal zu der Geschichte auf Tagesbasis. Lang- und Schwarz-Indikation. Da haben wir ja einen bärischen Engulfing. Den haben wir hier nicht. Da hatten wir einen bearischen Engulfing, also das hier ist ja ein Short-Signal par excellence und es wurde hier jetzt ja auch bestätigt mit diesem Abverkauf, aber wie gesagt, die Bullen haben hier sicher noch nicht die Flinte ins Korn geschmissen und man muss hier definitiv in dieser Stellung aufpassen. Er kann genauso morgen long oder ab jetzt long oder auch weiter short laufen, also hier eine Einschätzung sehr schwierig, auch hier unterhalb der 38 unterhalb der 200-Tage-Linie, also das gestaltet sich gleich wie im Xetra. Wir schauen uns hier noch den Linienchart an. Beim Linienchart bleibe ich dabei, erst unterhalb 10.249 kann man hier short gehen. Hier ist die Short-Marke angelegt auf Tagesbasis und man kann hier sich short einstoppen lassen oder warten per Schlusskurs. Natürlich kann man hier dann, wenn der Bruch kommt, hier zur Unterseite, kann es doch sehr dynamisch gehen, mal zumindest bis in den Bereich von 9.994. Wir gehen hier jetzt rein in den Xetra, eine Kerze, eine Stunde. Bis 17.30 Uhr ist hier der Handel und wir haben heute in der 200er-Stunden-Linie, wie schon in der Vergangenheit, wenn man diese Bereiche hier anschaut, hat er hier sich immer in diesen Bereichen mit der 200er-Stunden-Linie abgekämpft. Wir haben hier ein bullisches Szenario, die 38er Kreuz, die am 8.4. zur Oberseite. Das ist eigentlich ein bullisches Signal. Der CCI ist aus dem mega bärischen Bereich heute im Verlauf des Tages raus in den bärischen Bereich. Aber schon wieder die Tendenz, eventuell nach unten zu gehen. Und auch der RSI ist zwar nicht im massiven, überverkauften Bereich, aber tendiert die Hals doch auch recht tief. Und da dürfte man jetzt einmal gespannt sein, ob er sich hier nicht eventuell stabilisieren könnte, der DAX. Wenn nicht, dann wären auch hier ganz klar die Unterstützungsbereiche einmal 10.332, 10.264 und dann haben wir hier das 61er Fibonacci und das liegt auch
auf einem markanten Punkt. Wir haben hier diese Verlaufshochs und da liegt auch das 61er Fibonacci bei 10.071. Sollte dieser Bereich nicht halten, dann ist hier drin nicht mehr viel rein aus meiner Beschauung her. Dann wäre der DAX auch durchaus in der Lage, noch im Laufe der Woche eventuell den Bereich 9.387 anlaufen zu können. Ich für meinen Teil sehe die Sache sehr negativ momentan, wie schon eingangs erwähnt. Die Quartalszahlen waren noch nicht zu negativ. Die ganzen Börsenteilnehmer sind zu euphorisch meiner Ansicht nach. Woraus schließe ich das? Ich kenne ihn, haben Freundeskreis, es sind mittlerweile alles jetzt Aktionäre geworden auf einmal. Die haben ihre Kontos bei FedEx und überall eröffnet und ja, beginnen hier munter Aktien zu kaufen. Also ich sag's mal, das sind Händler, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, die mich zwar fragen und ich momentan hier eher auf die Saisonalität drauf hinweise, auf da komme ich noch ganz am Schluss drauf. Wir sind jetzt hier im Sörle Mai. Und ich würde jetzt momentan mit Investments bis September vorsichtig sein. Auch wenn hier noch einmal ein neues Verlaufshoch kommt. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass der DAX hier unendlich hoch läuft. Wir schauen am Schluss noch diesen Chart an, Sölle Mai, den ich ja jedes Jahr rausgrabe. Also hier 61er Fibonacci, das sind hier so die markanten Bereiche, die ich eingezeichnet habe. Wir haben hier natürlich auch noch Bereiche, wo er eine Unterstützung finden könnte. So, jetzt gehen wir hier rein in den Chart. Sell in Mai. Schon mal soweit vorbereitet. Wir schauen ganz schnell nur die Historie an. Also zu der Historie 80% Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario Sölle Mai zutrifft, aus meiner eigenen Statistik. Manche nehmen hier immer den 1.5. Ich suche mir immer die Hochs. Natürlich ist das in der Rückbetrachtung immer einfacher. Da kann man alles passend machen. Aber wenn man das mal über Jahre immer wieder handelt, immer diese Zyklen. Und manchmal habe ich den Eindruck als junger Kerl, da sind mir die Jahre vergangen wie 10 Jahre. Und je älter ich werde, umso schneller vergehen die Jahre. Euch wird es wahrscheinlich auch so gehen. Und jetzt sind wir halt schon wieder im Mai. Und ich habe immer die Hochs gesucht. Gell? Und die leite ich charttechnisch ab. Wir sind jetzt, wenn man hier den DAX, ich gehe da noch einmal zurück auf Xetra-Tagesbasis, sieht man es vielleicht besser. Wir haben hier ja, sind jetzt hier in diesen Widerstandsbereich reingelaufen. Vom 16.08.2019 haben wir ja das Verlaufstiefs und daraus leite ich jetzt ab, dass das hier einfach einmal die Luft raus ist aus dieser Korrektur, aus diesem Corona-Abverkauf. Wir haben hier eine 50-prozentige Erholung und das ist eine ganz normale Reaktion, meiner Ansicht nach eine übertriebene Reaktion, die mich auch einiges an Geld gekostet hat, diese übertriebene, vor allem dieser Spike hier oben raus, der hat mich ja doch noch einige Euros gekostet. Und ich gehe davon aus, und da gehen wir wieder rein in den anderen Chart, die Sölle Mai-Geschichte und die Historie sagt es ganz klar, gehen wir mal die letzten 2 Jahre, schauen wir uns an. Weil die können wir ja auf meinem Video-YouTube-Kanal verfolgen oder haben sie es mitverfolgt. Das Hoch war hier am 18.05.2018 und dann ist der Markt hier abverkauft. Es gibt aber eine Besonderheit und die zeige ich euch gleich noch einmal. Hier war das Hoch 2019 am 2.05. Und dann komme ich gleich zur Besonderheit. Wir haben hier dann immer ab im Mai ein Hoch, wo er dann doch einiges nach unten läuft, korrigiert und sehr oft hat er dann im Juni, Juli noch einmal ein neues Hoch, um dann abzuschmieren. Also das hier war dann am 3.7. dieses Hoch, das mich natürlich auch rausgekitzelt hat, auch mit dem Wissen, dass so etwas kommt. Wir hatten hier am 18.6. fast ein Doppeltop ausgearbeitet und dann gehen wir noch einmal zurück. Sell in Mai heißt ja die Geschichte, also wir suchen im Mai den Short. Und da war das Hoch am 16.05.2017 und auch hier 2.6., 13.6., 20.6., dann kam dieser Abverkauf. Im Durchschnitt fällt der DAX, wenn man das hier alles so zusammenzählt, darum habe ich hier auch schon angegeben 11% und eine Korrekturbewegung bis 16%. Das sind meine Zielbereiche.
in der ersten Bewegung. Und da muss man dann daraus ableiten, aus der Vergangenheit, dass wir hier dann noch einmal bis Juni, Juli noch einmal hochsteigen können, könnten, was er sehr oft macht. Und das zeige ich euch. Wir haben es hier ja gesehen, wir haben es hier gesehen, wir haben es auch hier gesehen, 2017. Schauen wir uns das Jahr 2016 an. Da wurde das hoch. Und für mich ist immer der Mai, nicht dieses Hoch, weil das war ja noch im April. Der Mai ist entscheidend und da hat der Mai hier dieses Hoch ausgearbeitet am 31.05. ging runter, ca. 8%. Und dann wieder am Juni machte er einen Doppeltop. Und dann hier die 10% Abverkauf. Und das ist ein Muster, das er immer wieder macht. Also, Sell in Mai heißt für mich, ich suche jetzt meine Short-Position. Aber ich weiß, dass er im Juni, Juli noch einmal anziehen kann. Auch hier das Hoch, 26.05. Hier konnte ich, die sind die April-Hochs, die berücksichtige ich nicht. Und am 26.05. hat er aus dieser Abwärtsbewegung die Korrektur abgearbeitet und ging dann runter und hat hier am 23.06. wieder, bis zum 23.06. aus diesem Tief, wieder eine Bewegung nach oben gemacht. Also, man kann das in den Tagen nicht fest einklammern, aber wir wissen, dass wir jetzt in eine Marktphase kommen, die zu 80% bis in den Herbst hinein mit einem Juni-Hoch, Juli-Hoch zur Unterseite hin sich bewegt. Also man kann sich hier jetzt darauf vorbereiten. Ich bin jetzt momentan nicht short, weil er mich eigentlich letzte Woche gekillt hat. Das war aber nicht die Mai-Geschichte, das war eine andere Geschichte, weil ich einfach mir nicht vorstellen konnte, dass der Markt hier jetzt immer noch weiter steigt. Letztendlich hat er es getan und auch hier 2015, 14 war das Hoch am 28.05. Dann lief er sehr lange seitwärts, um hier dann im Juli dann nach unten die 10% machen zu können. Also in der Historie schaut es euch selbst an, dann seht ihr, alles was hier rot ist, hat aus meiner Sicht von meiner Strategie her erfolgreich funktioniert. Wir hatten hier lediglich 2009 ein Hoch am 6.5. und dann kleine Korrekturen, dann lief er doch noch einmal hoch. Also das hier ist so eine Geschichte, wo nicht funktioniert hat, die Sell in Mai, aber ansonsten geht es immer wunderbar. Also da muss man einfach nur sich ein bisschen diesen Spielraum geben. Wir sind jetzt doch schon recht tief runtergefallen. Vielleicht geht es noch einmal eine Etage tiefer, bis in diesen Bereich 9.955 oder auch zum 61er Fibonacci 9.391. Da muss man aber ganz klar wieder rechnen. Im Juni, Juli wird der Markt wieder nach oben ziehen, um dann fallen zu können. Und dann kommen wir ja schon wieder in den Bereich der Jahresendrallyes und die beginnen dann wieder im September. Also man kann mit der Saisonalität, das ist eine ganz andere Betrachtungsweise. Natürlich spielt auch hier die Charttechnik eine Rolle in meinem Ansatz, aber das ist einfach eine Vermischung. Und wenn ich mir das Ganze noch anschaue, wirtschaftlich, was hier momentan abgeht und dass hier noch gar nicht alles auf dem Tisch liegt, die Fakten und die Zahlen und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier auf jeden Fall noch einmal eine Korrektur sehen, ein zweites Steinbein sehen. Ob das hier jetzt im Mai ausgebildet wird oder dann erst nach dem Juni, Juli, August ein neues Tief, müssen wir abwarten, müssen wir die Märkte beobachten. Die größten Risiken momentan ist die Unbekannte, wirklich eine sehr große Unbekannte. Wir haben über 10 Millionen Arbeitslose, Kurzarbeiter. Kurzarbeit ist für mich die verlängerte Werkbank des Arbeitsamtes. Wissen wir, ob diese Leute wieder in die Betriebe reinkommen oder übernommen werden? Das ist mal Faktor 1. Wir haben die Risiken vom Ölpreis. Das ist ein weiterer Faktor. Und wenn die Ölpreise demnächst nicht doch signifikant steigen, wird es hier zu massiven Verwerfungen führen. Aber auch das ist Faktor Zeit. Das kann man nicht, weil ich es jetzt hier sage. Man muss es wissen. Man muss es einfach wissen. Es kann Verwerfungen geben. Kommen die in einem Monat? Kommen die in 2 Monate oder auch in 3, 6 Monaten? Wir wissen es nicht. Und dann für mich ein ganz neues Szenario. Durch das wie hier durch diese Corona-Krise wirtschaftlich doch so eingebremst und eingedampft wurden,
Gehe ich davon aus, dass wir auch im Wohnungsmarkt eine Wende bekommen werden, die dann so aussieht, wenn wir in Deutschland dann irgendwann einmal wieder auf ein Niveau kommen von 3, 4, 5, 6 Millionen Arbeitslose wegen dieser Corona-Krise. Wir wissen es aber nicht, aber dann kann man davon ausgehen, dass diese Fremdarbeiter vom Ausland, die bisher immer nach Deutschland geströmt sind, auch hier dann irgendwann einmal ja, lieber in ihren Ländern bleiben, was natürlich dann wieder Wohnraum freisetzt. Und auch dort werden wir dann eventuell eine Entwicklung sehen, dass die eine oder andere Immobilie, die spekulativ finanziert wurde, hier eventuell eine Bombe werden könnte. Das ist beobachtet, wenn die Arbeitslosenzahlen hochgehen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ausländische Arbeitnehmer entweder abwandern aus Deutschland, wieder in ihre Heimatländer zurück oder gar nicht mehr nach der Corona-Krise zurückkommen. Einige, viele Wohnungen dann leer stehen, die dann wir einen Mietpreisverfall sehen könnten oder mal einfach einen niedrigeren Mietpreis. Und das im Umkehrschluss natürlich die 100% finanzierten Immobilien, wenn hier keine große Kapitaldecke da ist, hier auf den Markt gespült worden und hier man doch in einigen Fällen eine günstigere Immobilie erwerben kann. Weil es gibt immer was, ich habe leider diese Bücher mittlerweile alle schon entsorgt. Man sollte Bücher nicht wegschmeißen, ich habe es getan, weil alles will ich auch nicht aufheben. Es gibt interessante Bücher, die ich schon vor 20, 25 Jahren gelesen habe im Rahmen meiner Ausbildung. Du musst immer erkennen, wenn andere auf einer Bombe sitzen. Und wenn du das feststellst, die sitzen auf einer Bombe, dann kannst du mit ihnen handeln. Wenn du heute nach Dubai gehst oder in die Emirate und willst von so einem Ölscheich dir einen Ferrari kaufen, hast keine Chance mit dem zu handeln. Wenn der hier für ein Testarossa oder irgendwas 1,7 Millionen will, dann will er die 1,7 Millionen. Und wenn du sagst, der ist ja doch nur 1,1 Millionen wert, obwohl der Neupreis bei 500.000 war, dann lächelt er dich an, weil er es nicht verkaufen muss. Und es gibt immer diese Phasen, diese Auf und Ab, diese Up und Downs, wo es Menschen gibt, die einfach auf Bomben sitzen. Und das ist jetzt die Kunst, das zu erkennen. Und wenn man dann das nötige Kapital hat und auch den Mut, hier einzusteigen, kann man auf lange Sicht eventuell daraus profitieren. Das sind so diese klassischen Carry Trades, die man machen kann. Günstigen Bauplatz kaufen, 20 Jahre Flackenlasser. Und natürlich ist da auch die Hoffnung dabei, dass der hier dann wieder irgendwann sich die ganze Lage stabilisiert. Eines dürfen wir nie vergessen, die Menschheit wird immer mehr. Also wird Rohwohnraum, das, was wir hier eventuell kurzfristig sehen, Einbruch der Märkte, dass auch Unternehmen, die fundamental gut dastehen, wie eine Procter Gamble, Unilever und auch die Ölfirmen, auf lange Sicht werden diese Aktien immer steigen, weil aus diesen 7,8 Milliarden Menschen werden irgendwann einmal 10 Milliarden Menschen, dann werden irgendwann mal 12 Milliarden Menschen und diese Anzahl an Menschen hat Bedarf an Wohlstand, hat Bedarf an Produkten, ob das Nahrungsmittel sind. Die wollen alle ein Auto fahren und je größer, umso besser. Das hier jetzt zu der Geschichte. Jetzt habe ich mich wieder ein bisschen verplempert. Das ging jetzt 23 Minuten, dieses Video. Also, sell em mai, getreu dem Motto, sell em mai and go away. Bleibt cool, beobachtet den Markt. Ich gehe davon aus, dass wir hier jetzt weiter nach unten rutschen, vielleicht auch schon hier stabilisieren. Und dann im Juni, Juli noch einmal eine Aufwärtsbewegung machen, aus der man dann wieder einen Short bis ja, Mitte August, September einleiten kann. Eine längerfristigere Geschichte, wo man da mal 1000 oder 2000 Punkte mitnehmen kann. Also diese Bewegung vom Hoch bis hierher sind 1200 und ganz runter 1800 Punkte. Also da reichen schon kleine Positionen, um hier schönes Geld einsacken zu können. Ich für meinen Teil. Ja, wie gesagt, ich habe es schon gesagt anfangs, die Risiken sind momentan unbekannter Natur. So etwas gab es historisch noch nie. Ganz anders wie nach dem Krieg. Es wird keine Deflation, es wird keine Inflation geben, weil wir ganz andere Situationen haben. Aber auch da möchte ich mich nicht weit aus dem Fenster legen. Ich weiß nicht, gibt es eine Deflation oder gibt es eine Inflation? Oder gibt es gar nichts. Wir haben hier drei Möglichkeiten. Wir an der Börse, entweder es steigt, es fällt oder es läuft ewig lang seitwärts. Und dann haben wir ja dieses Jahr noch die US-Wahlen.
Und wenn wir sehen, was vor der letzten Wahl passiert ist, Donald Trump 2015 war das, glaube ich, ja, 2016, müsste ich gerade nachschauen. Da hier, das war die vor den Wahlen. Das war ab im August, ja gut, da haben wir noch genug Zeit. August haben sich die Märkte nur noch seitwärts bewegt, bis Donald Trump gewählt wurde. Und dann sind die Märkte zur Oberseite hin explodiert. Aber wie gesagt, jetzt haben wir 1. Mai. Da haben wir noch etwas Zeit. Können wir hier die Sellen-Mai-Geschichte noch gut handeln. In diesem Sinne wünsche ich euch ein gutes Händchen für den morgigen Handelstag. Ich weiß nicht, ob ich diese Woche noch dazu komme, noch einmal ein Video zu machen. Ich bin beruflich sehr eingespannt. Ja, einfach personell momentan unterbesetzt. Auch uns hat die Corona-Krise getroffen. Wir konnten Arbeitnehmer aus Rumänien nicht reinholen nach Deutschland. Das ist sehr, sehr schwierig aktuell nach wie vor. Sind leider keine Erntehelfer. Und wenn man, ja, das ist einfach ein Manko aktuell, was wir auch im Unternehmen haben. Und als Chef ist man halt nun mal, ich sag's mal so ganz salopp, die Schlampe für alles. Und da muss man dann den Kopf hinhalten und die Löcher stopfen. In diesem Sinne noch einmal alles Gute, macht die richtigen Entscheidungen, denkt an euren Stopp. Ich habe hier ein bisschen im Hoffnungsmodus gewesen und habe doch einiges an Geld verloren. Ist jetzt nicht schlimm, mir fällt kein Zacken aus der Krone. Ja, und die Dividenden schauen wir uns nächste Mal an. Der Monat ist vorbei. Wieder schön Dividenden kassiert letzten Monat über im ja. Machen wir ein anderes Video. Also in diesem Sinne, ciao, ciao.